So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EQ-Blog. Ihr seht schon, heute geht es um die Kongstar Fairflat. Die hat Kongstar diese Woche etwas angepasst, die Tarifstufen, und es gibt jetzt auch mehr Datenvolumen. Ja, Fairflat, was bedeutet das überhaupt? Fairflat heißt, ich zahle nur das, was ich verbraucht habe, und wenn ich weniger verbraucht habe, zahle ich auch weniger. Ich wähle hier bei dem Tarif mir mein maximales Datenvolumen, maximalen Preis raus. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich möchte maximal 12 GB mit 25 € hier buchen, und das ist dann eben das Maximum, was ich habe als Tarif. Das heißt, wenn ich über die 12 GB drüber komme, werde ich gedrosselt und zahle dann auch nicht mehr. Dafür umgekehrt, wenn ich weniger verbrauche und ich sage, ich komme jetzt den Monat mit 8 GB aus, dann zahle ich auch nur die 20 €, die jetzt hier stehen. Oder wenn ich halt nur fürs 5 GB verbrauche, dann zahle ich eben nur die 15 €. Ist für Leute interessant, die wechselhaftes Datenvolumen haben, da sehr große Abweichungen haben. Ich werde dann aber gleich noch im zweiten Teil beschreiben, warum das Ganze nichts für mich ist. Ja, was ist neu jetzt hier an dem Tarif? Also erstmal ist neu die höchste Stufe hier mit 18 GB für 30 €, die ist hinzugekommen. Und hier unten sind zwei Tarifstufen weggefallen, und zwar der 2- und 3 GB Tarif. Damit wird der Einstieg ein bisschen teurer. 2 GB haben 12,50 € gekostet, 15 € haben die 3 GB gekostet und die 5 GB 17,50 €. Das heißt, 5 GB geht es jetzt los, und wer mit 5 GB klarkommt, der zahlt dann auch ein bisschen weniger. Dafür sind diese Einstiegsstufen im Prinzip weggefallen. Wobei ich finde, jetzt 5 GB ist eigentlich heutzutage ein ganz guter Einstiegstarif. So drunter macht es eigentlich nicht wirklich Spaß, das mobile Internet, wie ich finde. Ja, Telefonie, SMS ist mit dabei, ohne Laufzeit, monatlich kündbar, auch ganz schön. Das heißt, ich kann auch monatlich entsprechend mich entscheiden, ob ich dann halt vielleicht auch mal eine Stufe höher gehe. Ja, LTE 25, das ist die Geschwindigkeit, 25 Mbit. Ansonsten kann ich hier auch für 3 € derzeit mehr hier diese LTE 50 Option noch buchen. Ja, soweit finde ich das ganz gut auf dem Papier. Ich zahle dann nur, was ich verbrauche. Für mich muss ich sagen, ist das Ganze psychologisch nicht so das Richtige, weil ich dann festgestellt habe, dass wenn ich mich dann, ja, dass ich mich dann irgendwo einschränke. Weil nehmen wir mal an, ich habe jetzt den 12 GB-Tarif jetzt hier gebucht. Ich habe noch 3 Tage im Abrechnungszeitraum und bin jetzt irgendwie bei 7,8 GB. Dann macht bei mir irgendwie so ein Schalterklick, der dann sagt, naja, gut, dann schränk dich halt die 3 Tage da ein, dass du mit den 8 GB klarkommst und dass du da nicht mehr zahlst. Das ist eben bei mir so die Einschränkung, dass ich mich da so ein bisschen, ja, ein bisschen selber so, ja, einschränke oder limitiere. Das habe ich auch gemerkt, wo ich jetzt zu meinem Unlimited-Tarif gewechselt bin. Ich habe ja unlimitiertes Datenvolumen, und das nutze ich eben ganz anders wie vorher den Tarif mit 20 GB, auch wenn ich gar nicht mehr so viel mehr Datenvolumen jetzt irgendwie brauche. Aber wenn ich weiß, da ist irgendeine Limitierung oder ab einem bestimmten Punkt wird es teurer, dann schränke ich mich da selber auch so ein bisschen ein. Deswegen ist für mich eigentlich immer so ein Tarif besser, wo ich einfach sage, hier 18 GB, 30 € ist gesetzt, das zahle ich halt, und dann kann ich das dann entsprechend ausnutzen und fange dann nicht irgendwie an zu rechnen, ob jetzt dann die 12 GB vielleicht doch reichen, und dann zahle ich am Ende weniger. Aber schreibt mir gerne auch in den Kommentaren, ob ihr da so ähnliche, ja, so eine ähnliche Macke habt wie ich. Würde mich auch interessieren. Ansonsten finde ich das auf dem Papier wirklich eine gute Sache. Das heißt, man bucht sich einfach hier das Maximum, und wenn man dann weniger braucht, zahlt man auch entsprechend weniger. Ja, das war's, was ich in dem Video zeigen wollte. Bedanke mich immer fürs Zuschauen. Kommentare sind wie immer willkommen, und sagt Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.